Zwischen Erleichterung und Frust. Am Tag nach der Wahl herrschen bei den Briten gemischte Gefühle. Doch auf allen Seiten überwiegt eine Reaktion: endlich Klarheit, die Jahre der politischen Lähmung sind vorbei. Ich hoffe wirklich, dass wir damit den Brexit endlich hinter uns lassen, einfach weitermachen. Unser Land kann auch allein viel bewegen. Ich bin ein sehr positiver Mensch und hasse es, über Vergangenes zu jammern. Lasst uns Gutes tun. Ich denke, wir können ein großes Land sein. Niemand hat mit so einer Mehrheit gerechnet. Der einzige Lichtblick für mich dabei ist, dass die Wahl klare Verhältnisse geschaffen hat. Es ist ein deutliches Ergebnis, das den weiteren Weg viel klarer macht. Ich glaube, unser Land wird außerhalb der EU deutlich schlechter dran sein, genau wie mit der Tory-Regierung. Bis 1. Februar will Boris Johnson die Briten raus aus der EU führen. Vom Tisch ist der Brexit damit noch nicht. Es folgen komplexe Verhandlungen über das künftige Verhältnis Großbritanniens zur EU.